Ist der Verkehr gewachsen in den letzten Jahren? Schwer, enorm, ja. Stört das irgendwie? Nein, das stört weniger. Es gibt wohl viele, die wollen Steingarten die Kirche anschauen, aber stören das nicht. Glauben Sie nicht, dass das mit der Zeit zu viel Verkehr wird, dass man vielleicht mal eine andere Straße bräuchte? Das befürchte ich, ja. Das befürchte ich. Wenn eine Umgehungsstraße ist, wird der Ort finanziell Schaden leiden, weil doch viele vorbeifahren dann. Die Fremden, die hierher kommen, ja. Bleiben da auch manche in Steingarten für immer? Sehr wenig. Sehr wenig? Ja, also hat die Bevölkerung in letzter Zeit nicht zugenommen? Nein, hat nicht zugenommen. Wissen Sie, hier ist nicht die Verdienstmöglichkeit wie an größeren Orten. Mal ist alles ausgewandert nach Stuttgart, wo ganz andere Stundenlöhne zahlt werden als hier. Hier ist die große Verdienstmöglichkeit nicht, weil keine Industrie da ist. Mhm. Wie ist es mit den Bauernhöfen? Wir haben sehr viele Bauern, junge Bauern, die keine Aussicht haben, eine Frau zu bekommen. Die jungen Mädchen, die wollen alle ihre Freizeit, die wollen nimmer Bäuerin werden. Es ist halt so, die Bauern haben doch alle Silos. Mhm. Und die Silos machen einen furchtbaren Geruch und der bleibt so an der Kleidung hängen. Und da genieren sich die Bäuerinnen dann, wenn die da in Ort kommen, den Laden, da stinkt der ganze Laden wie ein Kuhstall. Haben Sie hier eine Kanalisation in Steingarten? Eine große Kanalisation, die hat schon sehr viel gekostet und die Firma Hindelang hat ihren Bedarf so gering angegeben. Jetzt muss man den ganzen Schlamm von der Kläranlage fortfahren. Und stinkt die manchmal, oder? Bei ungünstigem Wind wird der Geruch nach Steingarten geblasen. Schwierigkeiten kriegen wir ja natürlich in der Müllabfuhr. Die Müllgrube wird geschlossen, es darf nichts mehr reingeführt werden und verbrennen darf man auch nichts mehr, da kommt die Polizei, wegen Umweltverschmutzung. Sie dürfen aber doch noch im Garten ein kleines Feuer machen. Das mache ich schon, ob ich darf oder nicht. Macht dir das Spaß, auf dem Dorf zu wohnen? Ach ja, man kennt die Leute und es ist eigentlich ein recht persönliches Verhältnis. Man hilft sich viel mehr wie in der Stadt. Ich finde das schon gut. Gibt es irgendwas, was dir nicht gefällt, hier am Dorfleben? Ja, vielleicht, dass man so wenig Möglichkeiten hat, gerade im Beruf. Weißt du schon, was du werden willst? Das ist ziemlich schwierig. Ich wollte mal Psychologie studieren, aber ich glaube, den Plan muss ich aufgeben. Hast du jetzt ganz konkret Pläne, was du machen willst später? Ganz konkret nicht, aber was ich auch noch vorhätte, wäre Kindergärtnerin. Warum gerade Kindergärtnerin? Ich glaube, dass ich mit Kindern gut umgehen kann und da ich auch schon Erfahrung mit Kindern habe. Wir hatten mal ein kleines Kind zur Pflege und jetzt bin ich auch wieder das ganze Wochenende mit zwei Kindern ganz allein in dem Haus und ich habe sehr viel Kontakt zu Kindern. Ich glaube schon, dass ich das könnte und dass mir das auch ausfüllen würde. Würdest du gerne als Kindergärtner in Steingarten arbeiten? Ja, würde ich schon. Aber ich sehe da nicht viele Aussichten. Warum nicht? Weil wir drei junge Kindergärtnerinnen in Steingarten haben. Wo würdest du sonst gerne arbeiten? Ich möchte schon hier in der Gegend bleiben. Würdest du gerne ins Ausland gehen? Es kommt darauf an, wohin. Vielleicht nach England oder nach Frankreich. Da müsste ich allerdings meine Französischkenntnisse noch etwas verbessern.